Ich habe noch nicht gegrieft bis jetzt. Und wir sind schon fast 10 Minuten ohne Griefing? Auf dem Nowhere For You Sir Stream mit Lucian? Oh, hell no! Die Ostern und Weihnachten gleichzeitig alles, ja. Who's that Pokémon? It's Nowhere For You! Wenn jetzt mal Vladimir, falls wir nochmal gegen den spielen, das ist ein guter Illusion-Angle her. Na, nevermind, Six ist gebannt. Ich glaube, Six ist auch ziemlich broken, by the way, gerade. So, und jetzt spielen wir irgendeinen Ade-Carry in der Mitte. Jetzt schauen wir mal, wen wir da zur Auswahl haben. Ich zeig erstmal Draven. So, jetzt schauen wir mal hier. Wir können Cutdown nehmen. Presence of Mind ist gut. Bloodline ist gut. Und dann Secondary. Ich weiß nicht, ob hier Cosmic Insight besser ist, weil man dann öfter Gale Force und Flash hat und das so wichtig ist. Was meint ihr? Was ist es? Cookie? Also, Cookies sind es auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ist Cosmic Insight besser oder sind Schuhe besser? Was ist eigentlich deine Meinung zu Draven at No Way For You, Sir? Ja, damit, Panda, das musstest du jetzt wieder aufdecken, hä? Huh? Hey, Leute, wer von euch hat eine kreative und kesse Antwort? Irgendwas Smoothes. Der Damage ging auch ins Nichts. Ich meine, ehrlich gesagt, ist der Damage völlig legitim, ne? Es sieht halt bescheuert aus. Aber das ist ein ultra gefeedeter 6-Item-Draven mit einer Infernal Soul. Dementsprechend, natürlich darf der diesen Schaden haben. Okay, warte, ich mache einfach at Riot Games, ne? At Riot Games, Einsendung für Azir Buffs. Ja, zack, zack, zack. Jetzt gucken wir mal. Jetzt zeige ich euch den nächsten Champion. Lucian ist tatsächlich der beste Midlaner wahrscheinlich aktuell. Allerdings, wenn ich den spiele, nicht so. Werde ich euch gleich demonstrieren. Jetzt mal wieder Würfel-Cue. Ich bin aktuell auf dem Tryhard-Grind, Leute. Ich bin aktuell auf dem Tryhard-Grind. Da werde ich, glaube ich, nicht viel anderes machen. Da. Okay, Zeit für Lucian. Das Matchup sollte auf den ersten Leveln sehr, sehr, sehr... actually sollte das, glaube ich, immer gut sein für uns, oder? Also außer wir fallen halt behind. Aber welches Matchup ist gut für Lucian, wenn er behind fällt? Na, also wir Batuyumi! Dann habe ich dreimal Auto-Attacks gecancelt und einen Turret-Hit gekriegt. Klasse. Fängt schon gut an, ja. Weiß nicht, ob ich bei sowas aggressiv hätte dashen dürfen, maybe. Maybe, ne? Aber wenn er nochmal reingeht, ignite ich ihn instant, dann können wir ihn killen. Ziemlich sicher. Oh no. Das ist, was ich hasse, ne? Was machst du denn jetzt? Jetzt schaut mich an, ne? Was machst du in so einer Situation als Midlaner? Wer wird's praktisch? Der hat jetzt eine gefreezte Wave, ich muss basen und ich habe keine Sums mehr. Und dann geht jetzt einfach basen und dann wird es, glaube ich, nicht mehr spielbar sein, die Lane, oder? Ich befürchte das Schlimmste und ich glaube, es wird noch schlimmer sein. Er ist schon Level 5. Ich weiß nicht, ob ich da reinfalten möchte, unbedingt. Irgendwann kann er mich halt einfach runterrennen, ne? Ich muss halt schon probieren, irgendwie ahead zu bleiben, aber. Ich weiß nicht, ob das doch realistisch ist. Jetzt gerade könnte er halt auch for free reindashen hier. Da können wir jetzt nicht wirklich was gegen machen. Wenn unser Jungler da ist, klar. Vorher härter pushen und die Wave slow zu dir pushen lassen. Ja, das ist, ich glaube, Wave-Manipulation ist tatsächlich sehr, sehr wichtig auf Lucian. Und das ist was, wo ich extrem struggle mit dem Champion, würde ich auch sagen. Ich meine, wir sind fein, ne? Wir farmen halt. Wenn ich All-Int werden, dann farmen wir die große Wave und ich glaube, dann ist alles gut, ne? Und theoretisch kann man mit Lucian auch einfach farmen. Alter, ich bin der schlechteste Lucian der Welt. Wie habe ich denn den Dings nicht gekillt, die Leona? Hä? Wie zur Hölle habe ich die Leona nicht gekillt? Da habe ich viel falsch gemacht, oder? Alter, kommt jetzt der Jace Toplane, Mitte Roman und Freeze die Wave. Jetzt flitzen wir einmal hier wieder zu Lane. Ich meine, wenigstens haben wir bis jetzt die ganze Pressure überlebt und sind nicht gestorben. Das ist für meine Lucian-Verhältnisse ist das crazy gut. Wir werden von unserem Jungler werden wir ja komplett verkauft, muss man sagen. Wir waren noch nicht ein einziges Mal Mitte. Ich meine, im Optimalfall hätten wir jetzt dann gerne den... Also würden wir jetzt halt gerne die ganze Zeit pushen und dann langsam Platings nehmen, würde ich sagen. Man, what is this shit, Lane? Alter, come on, man. Nice, da schön gebaitet gekriegt. Ah, oh man, richtig, richtig schön gebaitet gekriegt. Let's go, Leute. Sehr, 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 sehr geil. Ich schieße das, ne? Also, für meine Verhältnisse ist das eine insane Lucian Lane, guys. Ich habe noch nicht gegrieft bis jetzt. Und wir sind schon fast 10 Minuten ohne Griefing? Auf dem Nowhere For You Sir Stream mit Lucian? Oh, hell no. Die Ostern und Weihnachten gleichzeitig alles, ja. Wir sind ein Champion. Ich würde super gerne Lucian spielen können, ja. Das ist ein Champion, den würde ich mir wünschen, den spielen zu können. Unser Freund Viego und Leona sind mal wieder hier. Nice. Ja, dass wir immer noch nicht genug für Gale Force haben, aber... That's just how it is.
Dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir diesen Standardbild mit Cerildis, den man aktuell immer spielt. Das wäre ganz bitter, wenn der Xen gegen den Silas stirbt. Wait, what? Aber wie ist der denn nicht gestorben? Okay, nice. Du hast fast den ganzen Turret. Ich meine, er kann in 18 Sekunden kann er TP. Die Lulu gefällt mir. Die hilft mir immer schön brav hier. Ab wann definierst du seinen Champion spielen zu können? Für mich jetzt. Champion spielen können bedeutet, dass ich bereit wäre, ihn in einem Competitive Game zu spielen. Es sind nur eine Handvoll Champion, wo ich das sagen kann mit Confidence. Oh mein Gott, warum Geld vor sich nicht? Machen wir deinen Sicker Stun. Um Valga, holy shit, da war so bad. Das war der erste Int, by the way. Da war der erste Int, super bad gespielt. Ich habe die Kette für die Lulu geblockt. Ich glaube, das war noch ganz okay von mir. Aber leider habe ich a bit of a griefy there. Ja, da pushen die Seraphine unten natürlich in aller Seelenruhe rein. Ha? Was mit Qiyana Z? Wer ist der Schwert, Leute? Alle Champions in League sind schwierig. Das ist, glaube ich, eine Sache, die Leute nicht verstehen. Weil natürlich gibt es unterschiedliche Anforderungen vom Mechanischen. Na? Aber du musst, League hat eine sehr, sehr hohe Grundanforderung, was Mechanics angeht. Wie jedes andere MOBA auch. Oh, Clowns-Musik? I mean. Ha, ihr seid hier im No Way For Your Sir-Stream und ich spiele Lucian. Welche Musik soll ich denn sonst spielen? Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas wollte ich gerade noch erklären. Yumi ist der Schwerste. Auch Yumi ist nicht so einfach. Ich meine, natürlich könnt ihr euch leichter oder schwerer machen zu climben. Ich glaube, das wird auch jedem klar sein. Aber es ist, also in League gut zu sein, es ist ja nicht nur der Champion und die Mechanik, sondern da geht halt viel mehr rein bisher. Oh mein Gott, war das lucky. Das war so lucky. Mein Q doch, den Chase doch, hat die nächste gekillt. Ja, warum ist jetzt Pupushka? Pupushka war Bot, hat meine Farm geklaut und geht jetzt top und klaut meinen Farm und ist ein f***ing Tank. Pupushka, jetzt entscheid dich doch mal, Kind. Das ist so, also ich weiß nicht, ob es ein besseres Gefühl gibt, als jemanden mit einem Culling zu töten, ne? Es ist einfach immer so angenehm, ey. Du bist einfach so angenehm, wie wenn du die da so runtertrötest, Schritt für Schritt. Ah, schade, Shelly ist gestorben, sonst hätten wir den anderen Töter auch noch nehmen können. Ich fühle mich so supported mit der Lulu hier, ne? Die hat ein Control-Wort gestellt, damit ich den im Fork sehe. Und dann kann ich den halt einfach runtersprinten. Ich kenne jemanden, der sehr, 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 sehr tot ist. Ich kenne noch jemanden, der sehr, sehr tot ist. Die Frage ist, wie töten wir ihn? Ich glaube nicht, dass wir Culling wasten sollten für so jemanden. 2 Minuten können wir sogar noch Seele dann kriegen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gehen wir jetzt aber dann schon für Infinity, ne? Oder geht man jetzt irgendwas anderes? Ich glaube, könnte man Black Cleaver oder so vielleicht bauen, wenn man diesen reinen Culling-Build spielt. Enter Kill Angle. Ja, die Poppy hat mich sogar gerade geklänzt, ne? Oh mein Gott. Nein, ich meinte, die Dings hat mich gerade geklänzt. Soul Taker, da war er. Man, das war da nicht, also das war nicht so gut, ne? Leider auch geflasht dafür auch noch. Ja, der ist ja wieder Hilfe hier auch, ne? Ich weiß nicht, ob wir den einfach so machen wollen. Die
Ich weiß nicht, das Sculling ist so geil. Dieser Spell hat so, das ist einfach so ein geil designter Spell. Also zum selber spielen, dagegen spielen ist so mittelspaß. Es ist so bescheuert mit diesem Cyrildos Crutch Build, weil du einfach, du kannst halt nicht dodgen. Du kannst halt legit nichts machen gegen den. Wenn du dein Vedra und dann vor allem noch mit der Clown-Solo-Seele obendrauf. Das ist actually ein gutes Lucian-Game gewesen, ey. Holy shit, aber die Lulu hat mich natürlich, ohne die Lulu sieht es, glaube ich, nicht so gut aus, ne? Muss man dazu sagen. Die hat da schon sehr, sehr viel Arbeit gemacht für uns.